Hallöchen, Leute! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Challenge hier. Zu einer Blind Slime TikTok Telepathy, was weiß ich, Challenge. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich heute wieder schummeln werde. Ich habe mir heute mal. Ich zeig's euch. Sonnencreme besorgt. Der Sonne geht ja, der Sommer geht ja zu Ende. War die schon im Angebot irgendwo? Ja, und deswegen dachte ich mir, heute veräppeln wir mal wieder ein bisschen Nina und du bist mit dabei. Du wirst nichts sagen. Nee, ich sag nichts. Aber okay. Typisch Kahn. Wir starten jetzt. Viel Spaß mit der Challenge. Hey, Kahn hat mich zu einer Challenge eingeladen und es ist eine Blind-Challenge und ich habe jetzt Kati ins Boot geholt und werde jetzt mal ihn austricksen, denn sobald die Augen verbunden sind, werde ich ihm diese Mundspülung irgendwie unterjubeln und ich wette, er hat auch irgendwas im Petto. Deswegen bin ich vorbereitet und das ist mir nicht gefallen. Und ich bin mit dabei und sag nichts. Psst. Ach, das kann ja witzig werden. Kahn und Nina wollen beide mogeln und ich bin mit dabei und bin voll eingeweiht. Aber ich werde nichts sagen, ich bin mal gespannt. Das wird echt lustig. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Filmekanal. Und Leute, heute eine neue Challenge, eine neue Blind Slime Challenge, eine Blind Telepathy Challenge. Wie das laufen wird, werde ich sofort erklären. Und ihr werdet live dabei sein, wenn wir heute die ersten, hoffentlich die ersten TikTok-Videos für unseren Spielt mir, ne, ist jetzt hier unten irgendwo eingeblendet, Spielt mir unterstrich official, ne, ist der TikTok-Name von uns. Wir sind jetzt auch auf TikTok. Ne? Also offiziell als Kanal, ich war da ja auch schon vorher. Ich bin da auch, aber hab noch kein Video. Auf jeden Fall, wie läuft die Blind Telepathy? Ich bin da nicht, aber ich bin hier hinter der Kamera. Hey, Kati. Cool, Kati. Daumen nach oben für Kati. Wie läuft das heute ab, die Blind Telepathy? Wir werden uns natürlich unsere Schlafmasken hier gönnen. Und dann werden wir versuchen, abwechselnd immer die gleichen Zutaten zu ziehen. Das heißt natürlich, ich werde vorher sagen, ich ziehe jetzt Elmas Glue, aber welche Farbe, wissen wir nicht. Und wir werden erst am Ende sehen, ob unser Schleim relativ ähnlich aussieht oder nicht. Das heißt, wir sind die ganze Zeit mit verbundenen Augen. Außer du möchtest zwischendurch, das ist natürlich, gibt es einen Bonuspunkt, wenn du ein TikTok-Video aufnehmen willst. Ach so. Ja? Dann kannst du das kurz abnehmen und der andere darf natürlich weitermachen. In der Zeit darf er natürlich jeden Schleim nehmen, jede Schleimzutat nehmen, die er möchte. Okay. Okay? Okay. Gut. Und natürlich bitte was Besonderes bei TikTok. Ne? Also nicht nur irgendwie, hallo, ich bin Nina. Hallo, ich bin Nina. So, sondern was Besonderes. Okay, wir können starten, ne? Darf ich als erstes starten, ne? Ja. Weil ich würde mir als erstes ganz gerne eine Elmas, ich würde mir gerne Elmas Glue hier gönnen. Und ich nehme Elmas Glue. Und Bastelkleber holen wir uns als letztes. Bastelkleber als letztes? Ja, okay, diesmal ist jetzt andersrum. Versteckt. So, welchen nehme ich denn? Elmas kommt jetzt. Ja, der ist hier links am Tisch. Ich nehme den hier. Ich weiß zwar nicht, welche Farbe das leider ist, aber ich habe jetzt einen genommen. Und Kathi, du sagst bitte nichts. So, ich verrate dir, dass es schwarz ist. Schwarze Elmas Glue haben wir gar nicht geliebt. Ich wollte gerade sagen, das haben wir doch gar nicht. Ich habe schon eine Vermutung, welche Farbe es sein könnte. Okay, jetzt darfst du dir deine Elmas Glue nehmen. Du musst nach links. Nina auch. Muss ich dann den gleichen nehmen? Ja, du musst ja versuchen, ne, Blind Telepathy aufzubauen und zu sagen, okay, wahrscheinlich hat er das hier genommen. Das ist halt sehr, sehr schwierig, weil wir beide halt blind machen und beide nicht wissen, was wir haben. Das ist halt die Schwierigkeit. Das könnte alles nach hinten losgehen. Ja, wenn genau. wir es richtig haben, sind wir total Genies. Dann haben wir wirklich ein blindes Verständnis. So. Sagt man beim Fußball auch immer. Ich glaube, das reicht. Die beiden verstehen sich einfach blind. Blind. Okay. Okay, das kommt wieder zurück. Gut. Okay, ich schnappe mir jetzt mal Styroporkugeln. Das heißt, ich muss dir immer nachmachen oder machst du auch meinen? Wir können auch umgekehrt. Jetzt such du mal. Ja, ist eine gute Idee. Such jetzt du mal aus. Jetzt Styroporkugeln. Also kannst du dir aussuchen. Ich nehme diese hier. Warte, die muss ich ja erstmal zurücklegen. Achso, Entschuldigung, ja, stimmt, die sonst geht ja gar die nicht. Ja nicht. Wir haben nehmen. Die ja nicht doppelt. Also nicht auf oh den Mann, kann es manchmal so. Ja, ungeduldig, ich war heiß. Ich wollte was anderes sagen. Was denn? Weiß ich nicht. Hast du zurückgelegt? Ja, jetzt bist du. Okay. Oh. Ich sage. Das hier. Das hast du bestimmt genommen. Oh ja, ja. Auf jeden Fall, ich spüre das. Du hast meine Fingerabdrücke gespürt. Übertreib doch nicht so. Ach so, ja, ich weiß ja nicht, wie viel rauskommt. Okay, so darf ich jetzt wieder auswählen? Ja, leg los. Dann nehme ich mir Glitzer. Glitzer, Glitzer! Ich versuche die Richtung zu erhören. Reicht das, Kati? Ja, das reicht. Okay, so, warte kurz.
Sind es mehrere, oder? Nein, ich pack das nur wieder rein. Nicht, dass Nina merkt, was ich habe. Okay. Vertauschst du das? Nein, ich habe das nicht vertauscht. Ich habe es einfach nur wieder in die Reihe gepackt. Wenn ich es jetzt irgendwo auf den Tisch packe, weiß ich ja, welches es war. Und das hier. Also, ich denke, der kann das genug. Ja, das Problem ist natürlich, ich würde jetzt ganz gerne ein TikTok-Video aufnehmen, aber ich werde dann natürlich unseren Schleim sehen, ne? Ja. Was machst du denn dann? Tja, geht nicht anders. Oder das heißt, nicht? Ich bin dann hier noch mit verbundenen Augen. Und ja, du kannst gerne weitermachen. Achso, dann darf ich mir jetzt was aussuchen. Dann nehme ich mir Farbe. Mach das mal. Ich werde nicht sagen, ob wir richtig liegen oder nicht. So. So, ich will natürlich ein cooles TikTok aufnehmen. Ein cooles TikTok-Video. Dann hast du jetzt auch gesehen, welche Farbe ich genommen habe, ne? Ja, habe ich gesehen. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Da muss ich die Farben tauschen. So, dann nehmen wir heute mal... Hey Leute, herzlich willkommen bei unserem ersten TikTok-Video. Wir sind hier live in einer Slime-Challenge. Hallo, ich kann euch nicht sehen. Ja, und ich versuche jetzt gerade was ganz Besonderes mit Nina zu machen. Hey, was tust du hier rein? Nichts, nur ein bisschen Bastelkleber. Das kann ich nicht wie Bastelkleber. Oh, doch. Nein, Bastelkleber findet viel größere Öffnung. Das macht nicht so irgendwelche Geräusche. Dann schau doch mal. Darfst du ruhig aufmachen. Was ist das? Was, hast du da Sonnencreme reingemacht? Bist du total verrückt? Ja, danke schön. Dann haben wir das hier schon mal. Ja. Ich hab das schon so, das riecht schon gar nicht nach Kleber. Ich hab gesagt, es wird was Besonderes. Aber es riecht doch immer so gut, ne? Ich hab gesagt, wird was Besonderes. Ja? Ob das Schleim wird, weiß ich nicht. Jedenfalls hat mein Schleim jetzt UV-Schutz. So, du kannst ja auch gerne ein schönes Video aufnehmen, wenn du möchtest. Wie geht das? Ich kann das. So, warte. Ich komme auch mit der heutigen Technik wieder nicht zurecht. So, ist ja einfach hier, wie sonst auch ein Video gleich. Aber warte, ein vernünftiges Video aufnehmen. Ja, ich guck einfach nur, wie das Setting hier aussieht. Das ist gar nicht so einfach. Kati ist da hinter der Kamera. Ich habe hier eine Kamera. Kahn ist da. Ja. Und ganz wichtig, danach musst du das in den Entwürfen speichern. Ne? Weiter und dann Entwürfe. Ja. Nicht, dass es auf einmal weg ist. Oder live. So, direkt geht's live. Ja. Das bitte nicht. So, okay, dann mache ich mal weiter. Ja, aber denk dir eine Challenge oder so aus. Ja, ich nehme eine Farbe. Du musst erstmal eine Farbe nehmen. Okay, mache ich. Gut. Geht das auch? Und ist es die richtige Farbe? Das verrate ich nicht. Was darf ich noch nehmen? Glitzer? Glitzer hattest du schon, ne? Man darf auch zweimal, oder? Ja, ich darf, glaube ich, auch zweimal. Machst du dein TikTok-Video überhaupt? Ja, mache ich jetzt. So, ich nehme ein bisschen Glitzer, Leute. So, ein bisschen davon. So, wir sind jetzt hier wieder bei TikTok am Start. Mitten in der Challenge, noch in derselben Challenge. Und ich dachte mir, wir machen jetzt einfach mal das Spiel weiter. Und Prost! Es dein Ernst? Eine leckere Zartspülung. Mundwasser. Wie, hast du auch was besorgt, oder was? Wieso? Woher wusstest du, dass ich das hat? Woher wusstest du, dass ich heute schummle? Ich hab das einfach angenommen. Kathi, du hast aber nichts gesagt, oder? Nein, ich habe nichts gesagt, aber beide haben sich bei mir vorher angekündigt. Ist das dein Ernst? Ich wusste es. Jetzt wirklich, hat sie auch vorher schon gesagt, dass sie schummelt? Wir haben schon zwei Videos vorher weggedreht. Kathi war eingeweiht, aber wir hatten beide die gleiche Verbindung. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt und ich bin auch irgendwie ein bisschen stolz. Kannst du nicht auf Kahn sein? Nein, ich bin stolz. Nee, das wollte ich gerade sagen. Ist das nicht schön? Ihr seid beide meine Freunde und ich habe keinem was verraten. So. Aber dass du damit gerechnet hast, alles gut, dann mache ich das jetzt. So, ihr werdet die Videos natürlich finden auf unserem TikTok-Channel. Aber ich habe echt nicht damit gerechnet, dass du heute auch mogelst. Ja, erstmal. Es war viel zu offensichtlich. Er wollte, dass wir eine Challenge machen mit verbundenen Augen. Das heißt, ich sollte schon mal gar nicht... Ich bin stolz, wirklich. Ich sollte gar nicht mitkriegen, was er da macht. Da dachte ich schon, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen und hat mich schon mal mit was ausgerüstet. Aber meins riecht noch offensichtlicher als deins. Zeig mal. Findest du? Achso, deins, was du bei mir gemacht hast. Ja, ja, natürlich. Die Mundspülung ist extrem. Ich habe direkt Wasser gehört, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass du heute schummelst. Was denn sonst? Ja gut, kann ich auch Kathi machen. Ich bin ganz ehrlich, da brauchen wir bei dieser Blind Telepathy Challenge erstmal nicht weitermachen, sondern versuchen hier jetzt einfach mal Schleim zu machen. Was hast du denn? Und guck mal, was ihr für eine Unordnung hier gemacht habt. Haben wir überhaupt irgendwann mal das gleiche genommen? Ja, als erstes Emmas Glue. Der war gleich, der blaue. Da fing das ja richtig gut sogar an. Ich dachte, ich hätte pinken gezogen. Willst du vielleicht doch ein bisschen Bastelkleber? Ja, gib mal. Ich hab auch. Oder wir machen das mit deinem Darf ein bisschen weniger. Ich hab.
Ich habe ehrlich nicht damit gerechnet. Woher wusstest du, dass ich heute genau wieder nach langer Zeit mal wieder ein bisschen was anders machen wollte? Ich finde, ich sollte mir sowieso hinterm Sofa immer so ein kleines Repertoire anlegen an speziellen Zutaten, die ich immer mal wieder reinmische. Für den Fall der Fälle, das kann mir zuvorkommen. Falls es doch spontan eine Blind Challenge wird. Falls es eine Blind Challenge wird. Irgendwie bin ich aber stolz auf dich. Oh. Endlich, was wolltest du auch? Ja, endlich habt ihr mal was von mir gelernt. Was denn? Ich hab dich schon mal veräppelt. Wir haben dich schon häufiger geprankt, Karl. Ja. Bitte mal einen nennen. Als allererstes habe ich, glaube ich, Kathi geprankt. Das war nämlich bei der ersten Blind Challenge, glaube ich. Da haben wir Slime gemacht und da habe ich nämlich auch bei ihr was reingefüllt. Und dann hatten wir ja nochmal, wo ich die Zutaten umgefüllt habe. Karl hat schon mal bei mir Senf reingetan, oder warst du das, Nina? Einer von euch? Nein, das war ich. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich gerade nur noch an den Bei Garten. Mir hast du letztens Apfelmus reingepackt, das weiß ich noch. Das sieht cool aus. Das sieht auch cool aus. Boah, deiner riecht aber auch extrem. Aber vielleicht müssen wir tatsächlich mal noch eine Blind Telepathy Challenge machen, wo nicht schummeln. Machen wir vielleicht auch. Es gibt's doch nicht schummeln. Wenn wir Masken aufhaben, dann. Ich vertraue euch halt blind nicht, das geht nicht. Wir können uns nicht gegenseitig blind vertrauen. Ihr habt noch gar nicht gesungen, ne? Doch, ich hab schon gesungen. Baby run, baby run, baby run. Ja, kann ich bitte die Activator haben? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das mit der Mundspülung überhaupt klappt. Ich weiß gar nicht, wie das letztens war. Aber ich muss auch sagen, bei Kathi hatte ich, glaube ich, die ganze Flasche Mundspülung reingepackt. Glaube ich auch. Das hat gar nicht funktioniert. Eins steht fest, mein Schleim wird keinen Sonnenbrand bekommen. Die Temperaturen und die Sonne lassen das jetzt vielleicht nicht zu. Aber wenn ich ja nochmal aus dem Sonnenbrand hier, ne? Wenn ich mit meinem Schleim ins Skigebiet fahren würde oder nochmal in den Urlaub, dann würde der keinen Sonnenbrand bekommen. Kann ich bitte auch Kaiser davon haben? Dann bekommst du auch von mir Kontakt. Ja, aber das ist so gut wie leer, deswegen gebe ich dir. Ja, dann gib mir neu. Ja, mal gucken, ob das überhaupt jetzt noch klappt. Der ganzen Mundspülung. Ich habe eher das Gefühl, dass das vielleicht bei Creme nicht klappt, weil das ja so fettig ist. Meinst du? Aber Creme haben wir doch schon mal reingemischt, oder? Creme? Duschgel haben wir schon mal reingemischt. Ja, wir hatten doch auch mal, wo wir so Zutaten dann uns auswählen mussten. So schlechte Zutaten auswählen. Ja, ich hatte auch mal Steine in meinem Schleim. Und Wäscheklammern. Ich hatte auch Toilettenpapier schon mal in meinem Schleim. Es kommt auch oft immer noch an, Frank, kannst du nicht nochmal Toilettenpapierschleim machen? Nein. Das ist wie Pappmaché eigentlich. Das. Ich habe aber auch das Gefühl, schummeln können wir irgendwann nicht mehr, weil wir mittlerweile merken, bei welcher Challenge wir schummeln werden und bei welcher nicht. Ja, ich glaube, wir misstrauen uns schon so stark, dass wir direkt immer auf der Hut sind. Ja, wie gesagt, also die TikTok-Videos werden dann auf jeden Fall... Aber ihr habt beide trotzdem Schleim bekommen, ne? Wenn wir es hinbekommen, Leute, werden wir die Videos auch in der Infobox verlinken. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Müsste aber eigentlich. So, es hat auf jeden Fall geklappt. Das ist Schleim bei mir geworden. Bei mir ist es auch Schleim. Bei Nina auch, ne? Schleimiger Schleim ist es geworden. Orange. Also das heißt, Mundspülung und Sonnencreme machen eigentlich nicht so den Unterschied, also oder? Also es riecht auch nur ganz dezent nach Sonnencreme, weil der Geruch, dieser Marzipangeruch vom Kleber, das auf jeden Fall überdeckt. Ja, meins ist, riecht definitiv nach Mundspülung. Und ich muss auch sagen, ich mag total gerne den Geruch von Sonnencreme. Deswegen habe ich das eben. Ja, es erinnert einen an Sommer immer, ne? Muss man sagen. Ja. Kennt ihr auch... habt ihr das bei euch auch so? Ich hatte das im Urlaub jetzt auch. Holt ihr euch manchmal so extra Duschgel und Shampoo, so After Sun, obwohl ihr gar nicht in der Sonne wart, aber um nur zu spüren, dass ihr im Urlaub wart. Ja, oder extra sowas mit Kokos. Ja, ja, genau. Dass man einfach nur merkt, ist bei euch bestimmt genauso. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich hatte auch so ein Duschgel mit Sonnencreme-Geruch extra. Ja. Echt? Hattest du? Ich hatte so ein, es gibt ja extra so Duschgel für, löst besonders gut Sonnencreme. So ein After Sun-Duschgel. Da habe ich auch das UV-Schutz-Shampoo. So, okay. Ich glaube, mein Schleim ist tatsächlich doch auch noch was geworden. Oh, ich will auch an den Strand jetzt. Ja, dafür ist es ein bisschen zu spät. Ja, aber der klebt tatsächlich. In Australien noch ist sehr. Sommer, glaube ich. Irgendwo ist immer Sommer. Ja, stimmt. Jetzt, wo Weihnachten ist, da doch immer 30 Grad. Jetzt oder so. Weihnachten. Hallo, Kahn. Ja, es wird langsam Sommer. In Australien. Geht's noch? Also, mein Schleim, muss ich ehrlich gestehen, der klebt sehr noch, obwohl ich sehr, sehr viel Kontaktlinsenlösung. Ja, wobei, jetzt rieche ich deine Sonnencreme auch oder meine Sonnencreme. Das ist der Beach-Slime. Aber auch nur wegen der Sonnencreme, ansonsten wäre es... Ich finde schon, dass der ein bisschen aussieht wie verbrannte Haut. Was? Niemals. Wenn man ein bisschen zu lange in der Sonne war. Kriegst du dann orange Haut? Ich krieg rote Haut. Wie Krebs sieht denn aus wie Mr. Krabs? Ja, so. Das ist mein Schleim. Ich nehme den lieber nicht hier raus, weil der das klebt leider noch sehr viel. Slime, ne? Und wir werden heute auch... Wobei, wir werden heute eine Abstimmung machen, aber nicht wer den besseren Schleim hat, sondern wer hat heute besser geschummelt? Das wäre doch mal eine gute Frage. Ich glaube, beide gleich schlecht, weil bei beiden ist es aufgefallen. War es Nina, war es Kahn oder war es Kathi? Ja, oder Kathi. So. Kathi hat uns alle reingelegt. Leute, wenn euch heute die Challenge gefallen hat, na, dann gerne so. Daumen nach oben. Na, heute kam einiges zusammen. TikTok, Slime und auch Telepathy und Mogeln, also vier Themen in einem und Video. Und verbundene Augen. Und verbundene Augen, fünf. Also das war ein bisschen too much.
Aber ich glaube nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Falls euch gefällt, Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Das ist hier tatsächlich meine grüne Mundspülung. Und deiner? Meiner ist Sonnenbrand Beach Slime. Okay. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.